Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Ja, was schließen wir daraus, Holmes? Gute Arbeit von Wiggins. Das Bild des Wappens, das Wiggins angefertigt hat. Aber wir haben ja jetzt irgendwie nichts rausgefunden. Untersuchen Sie das Wappenbild, das Wiggins angefertigt hat. Ja toll, wir haben es ja jetzt schon aufgehoben. Im Archiv. Ich will es untersuchen. Das ist ja blöd. Oder ist da hinten das Archiv? Hä? Und, Kunst und Architektur, Ökonomie, Technik, Geschichte. Green Dragon, Napoleon, römische Geschichte. Nicht das, was ich benötige. 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 Eigentlich muss es ja bei Geschichte sein. Nicht das, was ich benötige. Nicht das, was ich benötige. Ach so. Zeichen und Symbole. Göttliche Gesellschaft, religiöse Symbole. Nicht das, was ich benötige. Englische Familienwappen. Das Familienwappen der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmitteln, warmer Kleidung etc. Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitgründer des sogenannten Sonderausbildungsprogramms, mit dem arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in 3 Mainsbury Road, London. Da, gefunden. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein? Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Sagen Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu warten. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dort auch so schon muffig genug. Meine Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Wer weiß, wer weiß. Du wirst es mir doch verraten, Vater. Werden wir das tun? Aber das macht Watson eifersüchtig. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? So, das Bild haben wir jetzt untersucht. Dann können wir ja wieder zu der Kutsche. Unsere Tochter kann schön erstmal ihre Sachen auspacken. Oh, da ist der Junge, ne? Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Gerade nichts.
Butcher! Hier bin ich. Practical Motherhood and Parentcraft. So, statten Sie Lord Marsh einen Besuch ab? Das machen wir gerade. Aber wieso ist das Untersuchen Sie die Wohnung von George Hurst noch nicht abgeschlossen? Vielleicht müssen wir da gleich auch noch mal rein. Fahren wir gerade beide? Seltsam. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Das ist ja mal eine Ansage. Kommen Sie herein. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Na, zumindest ist nicht er derjenige, der in der Kneipe da rumrennt. Na? Noch irgendwas mit der Finger? Tabletten. Das ist der Doc. Aber war das der? Reuben Fischer ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Reuben Fischer ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Das waren die Schmerzmittel. Stören wir etwa, wollte ich sagen. Keine Charakteranalyse. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fischer. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus.
Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt. Voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine... Hä? Wählen Sie den Beweis aus, der der Aussage Ihres Gesprächspartners widerspricht, um die Ermittlung fortzusetzen. Kann ja nur der sein, ne? Ich will das hier auswählen. Wieso geht das nicht? So, vermissten Anzeige, Adresse, Schmerzmittel. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit, für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten, London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Ja, aber dann werden ja nicht so viele Leute verschwunden. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Lord Marsh. Auf der Jagd mit Freunden. Ach, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Der Punkt ist aber nicht grün. Warum nicht? Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Haben wir hier noch irgendwas auf dem Boden? Oder sogar die Pflanze? Nee, dann ist das wahrscheinlich so ein Sammelpunkt. Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Abgeschlossen. 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 Man geht ja auch nicht andauernd in einem fremden Haus. Einfach so rein, ne? Säcke voller Essen.
Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Da haben wir einen Gehstock. Gut, Watson, was meinst du? Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Oh. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Trotz meines Adels... Hier sagt er immer nur das Gleiche. Warte mal, hatten wir das schon? Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Kann man sich ja so gar nicht vorstellen. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Das wissen wir schon. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Haben wir denn jetzt alles? Dr. Reuben Fisher hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert, allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Wir haben ja im Endeffekt jetzt alles angeguckt, würde ich jetzt mal sagen. Und das hier ist ja auch alles abgeschlossen. Bringt ja auch nichts, wenn man da jetzt dreimal hinrennt. Was, wenn wir einfach rausgehen? Vielleicht finden wir ja draußen noch was. Da ist das Wappen. Fest verschlossen. Das war die Tür, wo wir gerade von drinnen auch nicht reinkamen. Wow, jetzt sind wir einmal drumherum gelaufen. Vielleicht muss ich ja irgendeinen speziellen Blick anwenden, aber normalerweise zeigt er das ja an. Na? Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Genau, Watson. Was möchtest du? Das Sonderausbild. Das hatten wir gerade schon. Da sind noch welche. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Trotz meines Adelstitels muss ich mein... Das wiederholt sich jetzt auch. Also würde ich mal sagen, gehen wir erstmal. Na, vielleicht nochmal zu der Wohnung oder nach Hause. Nehmen wir erstmal nach Hause. Och, erstmal Hundi streicheln. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Holmes, wir müssen dem Jungen helfen. Ja, das ist klar. Wir sind ja schon dabei, hoffentlich, ne? Also... Tolle Wurst. Also nochmal dahin.
So, nochmal von vorne. Die Tür ist zu. Fest verschlossen. Die Säcke hatten wir alle schon. Hier ist nichts. Die hatten wir auch. Du möchtest nur über das Hilfsprogramm reden? Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfe. Trotz meines Adelstitels. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer im Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Wie hieß denn jetzt nochmal der Junge? John Strawbridge ist der Vermisste. John Strawbridge, ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem Vermisstenplakat. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Was ist das? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus... Was? Wie? Wo? Keine weiteren Informationen. Was? Ein Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm wird vermisst. Sonderausbildungsprogramm. Diejenigen, denen Lord Marsh einen besonderen Job angeboten hat, hat er in das Sonderausbildungsprogramm eingeladen. Hä? Da, wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Okay. Dann einmal vermisst. Was steht da? Quatermain Club? Nein. Dann nicht. Sonderausbildungsprogramm. Und... Sind wir dann jetzt hier erstmal fertig? Ich bin mir unsicher.
Nun gut, wenn hier, ja, wenn da der Haken ist, dann gehen wir jetzt auch. Ach, hier sind die ganzen Gespräche. Wow. So umfangreich. Trotzdem juckt mir jetzt die Nase. So, Hertz Wohnung. Dann gehen wir da nochmal rein, weil da haben wir auch irgendwas übersehen. So, irgendwas haben wir hier vergessen. Oh. Alt, schmutzig und verschlissene Kleider. Vielleicht steht hier ja noch hinten was drauf. Hurst hat seine Rechnungen im Voraus bezahlt und so für eine gewisse Sicherheit für Tom gesorgt. Man sollte nur manchmal ein bisschen öfter klicken, ne? So, Junge, dann sagen wir dir jetzt noch einmal was Nettes. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Könnte sie? Wo war sie denn versteckt? Bei euch in der Wohnung? Das Jagdwappen. Manu, jetzt weiß ich gar nicht, was da stand. Militärisches Abzeichen. Wolfshase Jesus Prest. Ein Schlüssel aus Toms Wohnung. Damit können auch Waffen geölt werden. Ja, und das ist so ein Reinigungsstab, glaube ich, für Waffen. Damit säubert man ein Gewehr. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Von wegen Ausbildung. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Ja, Toby! Endlich kommt er zum Einsatz. So, dann wollen wir doch jetzt mal Toby holen. Los, Toby, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Ja. Bitte nicht schon wieder ein Ladebildschirm. Jo. Ja, findest du schon bei uns, Watson, in der Wohnung, ne? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Ja, aber wir müssen ja jetzt erstmal zu den Ich würde gerne Lord Marsh sehen.
Dann geht doch. Das wollte ich nicht. Das können wir ja gleich machen. Erst müssen wir dahin.